Hätte ich zu Sigmund Freud in seinem Büro in der Wiener Berggasse gesagt, in 100 Jahren werden Maschinen bis hinters Komma das unbewusste Seelenleben eines jeden Bürgers berechnen können, um ihnen zu sagen, was sie wollen und was sie in einer Stunde wollen werden, ja selbst was sie tun und was sie lassen sollen. Niemand wird sich dafür noch auf ihre Couch legen müssen. Die nötigen Kenntnisse, sogenannte Datenpunkte, sammelt und liefert eine Maschine namens Smartphone. Ich vermute, Sigmund Freud hätte sich eine Weile durch seinen weißen Rauschebart gestrichen, vielleicht noch eine halbe Zigarre geraucht, um mich anschließend aus der psychoanalytischen Gesellschaft auszuschließen. Ja, also ich bin Johannes Hepp, Psychotherapeut und Autor, habe ein Buch geschrieben über 21 Neurosen des 21. Jahrhunderts. Meine Neurosendefinition bezieht sich auf die Big Five. Das ist die Persönlichkeitstestung, Kategorisierung, die sich universal, weltweit und vor allem auch in den Computerwissenschaften durchgesetzt hat. Und eine, das ist echt erstaunlich, eine der fünf kulturübergreifenden, sprachübergreifenden Hauptdimensionen unserer Persönlichkeit ist der Neurotizismus. In dem Sinne wissen die Big Data Konzerne ganz genau, wer von uns wie neurotisch ist und durch welche gezielte Beeinflussung, Microtargeting nennt man das, wer von uns mit welcher Wahrscheinlichkeit noch neurotischer wird. Es geht um Profit und der höchste Profit wird mit dem höchsten Engagement gemacht, nennen die das, also gebannt vor dem Bildschirm kleben. Da können Sie dann am meisten Werbung verkaufen. Und mit dem neurotischen und süchtigen User wird der größte Profit gemacht. Die Neurose, und das gilt für alle 21 Neurosen, die ich da beschreibe. Die Neurose ist immer die Maßlosigkeit. Also es geht um die Balance zwischen den verschiedenen Lebensbereichen. Wir entwickeln uns nur gesund, wenn wir uns nicht stark einseitig entwickeln. Ab und zu mal zocken und ja, zur Entspannung und so weiter, wunderbar. Aber der Anteil des Lebens in den virtuellen Welten, egal ob Social Media oder Gaming oder Amazon-Konsum, Dating, Chatten und so weiter, der Anteil sollte keinesfalls den Anteil des Lebens, des realen Lebens mit echten Begegnungen ausschließen. Also wir reden über Entwicklungen, die haben erst in den letzten 15 bis 20 Jahren stattgefunden. Das ist evolutionsbiologisch gar nichts. Also wenn Sie da im Internet zappelnde GIFs haben, ja, die Werbung, wo dann irgendeiner da so zappelt, Vorher-Nachher-Bildchen und so, Fett absaugen, kostengünstig da und da, ja, dann kann ich gar nicht meine E-Mail weiterlesen. Da sind wir evolutionsbiologisch so geeicht, ja, lieber einmal zu viel einen Säbelzahntiger im Verdacht, im Unterholz, wenn es wackelt, als einmal zu wenig. Und zack, bin ich bei dem GIF. Und die ganzen Algorithmen der Big Data Konzerne, die wollen ja gerade Profit machen dadurch, dass sie unsere Aufmerksamkeit abziehen.
Francis Haugen hat die Machenschaften der sozialen Netzwerke mutig aufgedeckt, indem sie nur die Studien veröffentlicht hatte, die Meta, inzwischen wurde das dann alles Instagram, Facebook, WhatsApp zu Meta, selbst in Auftrag gegeben und bezahlt hatten, wo ganz klar rauskam, die vor allem junge Frauen leiden massiv unter Body-Shaming, unter Selbstwertzweifeln, unter Depressionen. Aber in den Studien kam auch raus, dass sich mit beispielsweise Magersüchtigen, super Diätwerbung natürlich, verkaufen kann, was dann eine weitere Abwärtsspirale auslöst. Und die Zahlen lagen Meta vor. Und Francis Haugen sagt aber, die Firma wird eigentlich nicht geführt, sondern es regieren die Zahlen. Und man geht nach den Zahlen, die dann den größten Profit versprechen. Ode an die Neurose. Neurose ist die Angst, die ohne Grund kommt und geht. Neurose ist die Freude ohne Grund oder die Trauer ohne Boden. Neurose ist der Zwang, ohne dass jemand oder etwas eine oder einen zwänge. Neurose ist die Sucht, die Erlösung sucht, doch mehr Durst findet. Also man weiß, umso mehr Friends sie haben online, das korreliert mit dem subjektiven Einsamkeitsgefühl. Und Einsamkeit macht krank und depressiv. Da sprechen wir von Hospitalismus oder emotionaler Deprivation, einhergehend mit Depression. Und das ist ja schon erstaunlich. Die Firmen verkaufen uns genau das Gegenteil. Ja, also das Versprechen dieser Seiten ist genau das Gegenteil. Ja, das Gleiche könnten Sie für die digitalen Dating-Plattformen nehmen. Wenn das Versprechen funktionieren würde und wir würden alle nach 2, 3 Dates glücklich und zufrieden und völlig unneurotisch zusammenleben, gingen die sofort pleite. Ja? Das ist zwar das Versprechen, aber Gewinn machen die ja nur, wenn wir immer weiter suchen. Erstmal würde ich sagen, alle die 21 Neurosen, die ich in dem Buch beschreibe, das heißt nicht, dass das alles immer gleich behandlungsbedürftig ist. Ja, das ist nochmal eine andere Sichtweise, was ich auch versucht habe zu beschreiben. Wann sollte man sich in fachgerechte Behandlung begeben und wann reicht die Erkenntnis und reicht eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Themen? Wir haben alle unterschiedliche Schwachstellen und wir sind in unterschiedlichen Bereichen leicht verführbar, manipulierbarer. Ja, der eine hat es mit der Konsumsucht und der andere hat eine Neigung, er will, wie ich es im Buch nenne, verliebt sein ins Verliebtsein. Ja, das würde ich den Kern der Dating-Neurose sehen. Dass man dauerhaft den Kick sucht, das hat was Ähnliches wie mit Drogen. Man weiß auch, dass frisch Verliebte, wenn sie die in die Computertomographie stecken, frisch Verliebte, Verknallte, dass die Hirnaktivitäten denen von Leuten auf Kokain gleichen. Ja, und dann wollen sie diesen Endorphinrausch und dann brauchen sie ständig Nachschub und sie haben über diese Plattform das Gefühl, der ist endlos, der Nachschub. Und dann entwickeln sie sich nicht. Sie werden nicht beziehungsfähiger und das verhält sich dann wie mit allen anderen Süchten. Wir müssen ständig die Dosis erhöhen, um noch die Einstiegswirkung zu erreichen.
Andere sind gefährdeter in puncto Fake News. Ja, dass sich da Spekulationen, Skandalen, aber schlicht Lügengeschichten, da leicht verführbar und empfänglich bin. Also jetzt hat ja Elon Musk Twitter gekauft. Das ist auch ein Phänomen, dass wir also von solchen Milliardären jetzt auch gesellschaftlich abhängiger werden. Ne? Die haben eine ungeheure Macht, wie es das so ja auch noch nicht gab. Wollen Sie noch mehr? Neurose ist der blinde Glaube an etwas, das man wissen könnte. Neurose ist unser blinder Fleck im Seefeld der Erkenntnis. Neurose ist die Verzweiflung mit dem rettenden Ufer zum Greifen nah. Neurose ist die Neugier als unersättliche Gier nach Neuem und nach mehr. Neurosen bekommen nicht selten Orden und hysterischen Applaus. Doch was machen sie daraus? Was begegnet mir in der Praxis häufig? Da werden schon die belastenden Zukunftsängste. Also wir Menschen brauchen alle eine Perspektive. Wir brauchen Hoffnung. Ich nenne es die fatalistische Neurose. Dass wir zwar wissen, was die Lösung wäre, uns aber dennoch hilflos fühlen. Und in einer solchen Depression war auch Greta Thunberg 4 Jahre lang, bevor sie dann beschloss zu handeln und sich in Stockholm auf den Boden gesetzt hat und versucht hat, diese Hoffnungslosigkeit nicht zu akzeptieren. Und auch der Kampfgeist ist ein Lebensgeist, nach dem Motto: Auch wenn trotzdem die Erde hops geht, ist das Leben besser im guten Kampf als in der depressiven, als im depressiven Rückzug. Auch eine Überforderung kann ja dann in die Depression führen, wenn ich da nicht ausreichend Selbstschutz entwickle, sondern mich mit Katastrophen, Dooming nennen die das ja, also wenn sie... Dooming ist wie Gaming, Sie können alles in der Maßlosigkeit betreiben. Ich kann auch eine Dooming-Neurose entwickeln sozusagen, wenn ich mir rund um die Uhr die Katastrophe reinziehe. Ja, weil ich dann auch da dem psychisch zu wenig entgegensetzen kann. Vor allem, wenn ich nicht handle. Also wenn ich Dooming konsumiere und eben nicht ins Handeln komme. Auf die Frage, was können wir dagegen tun? Wir sollten mehr Berührungen suchen. Ich spreche von lebenserprobtem Realismus. Wir sollten mehr küssen und weniger chatten. Humor und Verstand, Vernunft. Mehr ertasten und weniger eintippen. Aus eigener Erfahrung, nicht aus dem Internet. Wir sollten mehr bewusst fühlen und sinnlich erspüren, nicht wie ich sein will oder sollte oder wie die Community im Netz meint, ich sein sollte, und den Simulationen von Emotionen misstrauen lernen. In der Umarmung der Wirklichkeit, des Unvermeidlichen, des Realen. Mehr leibhaftig erleben als kommentarlos weiterleiten. In dem, was ist und was ich bin. Wir sollten das Leben insgesamt weniger kommentieren, sondern lieber anpacken. Das befreit von Neurosen jeglicher Art. Und das macht gelassen. Funny thing about love is you never really know when it's coming, but you better believe you'll know when it's there. True story. Yeah.
You might get what you ask for, so you better be sure.